Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe einen Herrn gefunden, einen Gast aus dem Tirol, Marc Stüttler, ein absoluter Pilzkenner, Pilzfanatiker, Pilzfan, einer, der auch in der Geschichte durch und durch ist, wenn es um den Bezug zu Pilzen geht. Und dass es so viele Pilze gibt und die Pilze alles zusammenhält, dass da Wirkstoffe vorhanden sind ohne Ende und noch kaum erforscht sind, das ist so ein bisschen sein Thema. Ich habe mir heute eine Liste erstellt von 13 Fragen, die ich ihm, wenn er schon mal da ist, gerne stellen möchte. Und nach dem Intro legen wir los und bitte bleiben Sie dran. Es ist meiner Erachtens immer spannend, wenn wir etwas überlernen dürfen über das Thema Pilze. Bis gleich. Da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Da ist er, Marc Stüttler. Herzlich willkommen. Grüße. Ja, jetzt aber. Hä? Wieder einmal. Schauen wir mal, was wir heute dabei haben. Ja. Also, ich habe mal die erste Frage. Welche Pilzarten gelten eigentlich als sogenannte Vitalpilze? Und welche wissenschaftliche Forschung liegen eigentlich da hinten vor, dass sie gesundheitliche Wirkungen haben? Was ist da schon an Also Vitalpilze, Vitalspeisepilze, ja, das sind dann eher so Shiitake, Austernpilz, Klapperschwamm in diese Richtung. Vitalpilze heißt alles, was ich essen kann. Alles, ja, nicht unbedingt. Also es gibt auch Baumpilzgattungen, die auch unter zu Vitalpilzen zählen, die jetzt weniger wie ein Chaga, wie ein Zunderschwang, wie ein Trametes, das sind eher zähe Pilze. Das ist jetzt fürs Gulasch eher blöd zum Konsumieren. Dann hat man etwas, das ist zu hart da drinnen. Da macht man meistens dann nachher Pulver, Extrakte und sowas nachher draus. Natürlich ein Shiitake ist auch ein Vitalpilz. Ja? Nur kann ich mit dem halt gleich kochen auch noch. Also schmeckt gut und tut noch gut. Ja? Und wie sieht die wissenschaftliche Forschung aus jetzt im Bereich Vitalpilze? Also Vitalpilze, wenn man jetzt Europa angeht, dann ist das ungefähr so wie die Vielfalt in der Obstabteilung. Ja? Genau gar nichts nach Hexenverbrennung und Tschernobyl. Ja? Also das ist eher traurig. Ja? Also da müssten sich... Also warum hat man sich nicht damit beschäftigt in der Wissenschaft, sondern kümmert sich eigentlich um Pflanzen, um Bakterien, aber nicht eigentlich um das, was die ganze Erdkugel umfasst? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also wir hatten uns das vor 25 Jahren auch gestellt, als wir auf der BOKU waren und gesagt haben, oh, wir würden gern die höheren Pilze lernen, ja, oder gelehrt bekommen. Wie mache ich aus einem Shiitake-Pilz eine Tonne Shiitake-Pilz? Ja? Wie kann ich das verwenden, so wie wir es mit den Pflanzen gemacht haben und mit den Tieren? Ja? Also sind wir jetzt dann nicht mehr nur auf die Jagd gegangen, sondern wir haben dann Zuchtformen entwickelt. Mhm. Ja? Und da war dann die große Antwort, naja, wir haben hier Hefepilze, wir haben Schimmelpilze, ja, das gibt es zum Lernen und die Pilze gehen wir im Wald sammeln. Ja, und schön, also wenn wir jetzt das Studium Biotechnologie gemacht hätten, dann hätte man nachher eine Ausbildung als Mikrobiologe und Co. Ja, aber wo geht es dann hin? Was hast du für Jobmöglichkeiten? Ja, also als Mikrobiologe steht am Ende vom Studium entweder die pharmazeutische Ecke, ja, oder der Zoo, ja, also dass ich sage, gehen wir in den Alpenzoo oder Zürichzoo oder sowas. Ja, und sonst gibt es vielleicht noch einen minimalen Bruchteil, wo noch ein Mikrobiologe unterwegs ist, also andere Unternehmen. Und genau den ganz anderen Part hat man eigentlich nie aufgemacht. Ja, es zeigt viel, der höhere Pilz hat halt viel mit dem zu tun, wie schließe ich Kreisläufe. Ja, wenn ich sage, ah, da habe ich der Chemiker, wie düngt sich die Natur selbst oder wie hat sie es über Millionen Jahre gemacht? Wenn ich das natürlich auf der menschlichen Seite ersetze, ja, mit der menschlichen Biochemie und einen Dauerauftrag draus mache, naja, manche wollen es gelehrt bekommen, manche sagen, oh, mit der Information geht es gar nicht erst raus. Mhm. Ja. Unwissende aufzuklären ist eigentlich verboten, oder? Ich habe eine Broschüre mal in der Hand gehabt von MRCA, von eurem Stiftung oder Gesellschaft. Das ist das Forschungsinstitut, der Mushroom Research Center Austria. Und dort stehen ja verschiedene Pilze auch immer gleich im direkten Zusammenhang, auch mit chronischen Krankheiten, wann welcher Pilz eingesetzt
wurde geschichtlich dokumentiert. Ja, auch nicht, oder? Nicht nur so. Das ist ja, bei uns ist es jetzt weniger aktuell, ja, weil wir eher das Negative Behaftete haben. Vom Pilze sind eh verseucht, also mit dem Tschernobyl ist halt viel drüber gefahren. Ah, alle Pilze sind sehr giftig, sie nehmen Stoffe auf und wenn man sie jetzt isst, dann tut man sich da nichts Gutes. Ja, ja, komprimierte Radioaktivität wird da gesammelt. Natürlich, oder? Natürlich. Nur wenn ich es heutzutage anschaue im Vergleich mit den Obstwaren und Co., was wir in den Supermärkten haben und da vor Pflanzenschutzmitteln jetzt einmal gegenrechnen, ja, dann ist es nicht mehr so dreckig. Ja. Aber es ist halt, ja, wo man halt eine Tür aufmacht oder nicht, ja, was ist gefragt auf der Industrieseite und auch nicht. Deshalb ist das halt da nie weiter transportiert worden. Mhm. Jetzt kommt es auf allen Ecken geschossen. Ja. Aber noch also, was, ich meine, die Wirkstoffe sind ja in einer Kausalität ja irgendwo in der Erfahrungsmedizin mal zugeordnet worden zu speziellen Krankheiten. Natürlich, oder? Also es ist ja dann auch der Wirkstoff, was halt dann vom Pilz produziert wird, aber nicht Pflanze oder synthetisch hergestellt wird vor genmanipulierten Hefepilzen. Also da braucht es ja wieder so geniale Forscher, weil plötzlich ein Extrakt herausgewinnt aus dem Pilz und dann sagt, das ist Penicillin, das brauchen wir jetzt und das revolutioniert die Medizin. Hat es auch. War aber dann, was hat man damit gemacht? Man hat es überall hineingeschossen. Man hat es hineingeschossen in die Viecher, ja? Und wenn Antibiotika, dann richtig Antibiotika, viele mit Angst wieder gearbeitet, wo der Bauer auch gesagt hat, boah, lieber tue ich doppelte Ration rein, weil nicht, dass die Seuche kommt. Ja, mir kann ja nicht nur ein Tier sterben, weil dann geht es sich mir profitabel gar nicht mehr aus. Ja. Aber das ist eher das, was man halt immer noch größer, immer noch mehr Ernte ergeben, also höhere Ernteerträge wollten, wurscht, was wir da auch zugeführt haben. Das heißt jetzt nicht, dass die Qualität besser geworden ist und die Reinheit. Es ist mehr Menge entstanden. Ja? Aber eben, der Nährwert und Co. ist da auf der Seite eher weniger. Ja? Was wissen wir heute über das Reich der Pilze? Ja, also wenn wir jetzt so grob sagen, jetzt beschäftigen mich grob 25 Jahre damit, sagen wir mal, ich habe ein Wissen von 0,0001%, dann müsste man ungefähr, können wir uns vorstellen, wie das andere Reich da hinten dran ausschaut. Wenn wir alle Universitäten der Welt aktivieren und sagen, so, ihr müsst jetzt in die höheren Pilze hinein, ja, da gibt's ja eine Mykologie, klar, gibt's auf der Universität. Nur haben wir 99% Schimmel- und Hefepilze da drinnen, ja, und 1% höherer Pilz, aber da wird er eher weniger beachtet. Wenn ich zum Japaner gehe, der Japaner hat ja der Pilz über Jahrhunderte, Jahrtausende tiefer drinnen, da gibt's keine Krebstherapie ohne Pilz, ja. Der weiß ja ganz genau, da haben wir das nicht so wegbringen können. Ja, das ist immer nur, wo ist gerade halt wie, ja. Und wenn ich sage, der und der Wirkstoff hat einen Wirkungsgrad auf der Medizin und dieser Wirkstoff ist chemisch genau in diesem Pilz drinnen, ja, dann ist es ja der. Ja. Also das ist eher da meine Ecke, das ist Beispiel wie bei der Psilocybin-Produktion jetzt auf dem Planeten. Da geht es jetzt nicht um ein Psilocybin aus den Magic Mushrooms, aus den Psilocybin-Pilzen. Nein. Da geht es um das, dass man einen Hefepilz genmanipuliert, Entschuldigung, dass er dann nachher Psilocybin scheißt. Wieso muss ich jetzt eine Spezies hernehmen, die Millionen vor Jahren nichts damit zu tun gehabt hat? Diese manipulieren, dass sie dann zu dem einen Wirkstoff weil kommen. Weil wir die Fehler von Gott, vom lieben Gott korrigieren müssen. So überheblich sind wir. Natürlich. Ja, eben. Da können wir in das hineingehen und schauen. Ja, da wären wir ja schon wieder beim Pater Columban. Liebe Kinder, scheißt euch nicht vor die Haustür und schiebt es am nächsten Tag zum Nachbarn. Ja, also das wäre ja wieder so eine Ecke. Aber ja, ist auch möglich. Aber wenn wir von Pilzen reden, reden wir jetzt nicht nur über das, was oben rauskommt. Wenn ich jetzt diesen Pilz da nochmals vor dir Augen führe, wo oben der Fruchtkörper ist, sondern wir reden ja auch über das, was da unten ist, was im ganzen Waldboden voll ist. Das ist eigentlich... Da haben wir eine Vielfach mehr an Wirkstoffen drin, als hier oben. Ist das korrekt? Ja, das auch noch. Also es ist ja, da ist ja das die Größe ist da nochmal. Andere Wirkstoffe, ja, mit verschiedenen Konzentrationen. Es ist nur so sehr interessant, wenn du das im Boden halt auch noch nützt. Ja, weil der eigentliche Pilz ist ja das Myzel. Ja. Also so gesehen, und wenn der 90% seines Lebens Myzel ist, ja, dann würde ich vielleicht einmal reinschauen, was das Zeug so kann. Ja, kann ich das vielleicht so essen, dass man, vielleicht in Zukunft wird man gar keine Pilze mehr so züchten in dem Sinn, sondern verarbeite gleich das Myzel weiter, ja. Ich habe hier eine Frage aufgeschrieben, das ist eigentlich ein hypothetisch, diese vielen unentdeckten Pilze, wo wir noch haben an Wirkstoffen, die möglicherweise auch für therapeutische Anwendungen herangezogen werden könnten,
Was würdest du meinen, was sich da damit eigentlich alles beheben ließe? Am Umwelt, an menschlichen Problemen und? Ja, wahrscheinlich alles. Ja? Alles. Alles. Das ist ja alles. Also wir müssen eigentlich nur mal... Der ganze Schatz ist da. Weiß nicht, also wenn man krank ist und weiterhin diese Sachen macht, dass man krank ist, naja, dann ist halt schwierig zu helfen. Ja. Also man muss halt dann schon ein bisschen was umstellen auch. Ja. Mhm. Aber eigentlich funktioniert das, das sehen wir ja, wenn wir eine Natur aufbauen wieder frisch. Ja. Wenn ich sage, ah, da ist jetzt Ödland, ja, wie fange ich an? Gut, ich brauche Wasser. Ja. Mit Wasser habe ich einen Teich, ah gut, kriege ich schon mal Frosch und Co., ah, ich kriege schon wieder Insekten. Ja. Also ich muss das Milieu ein bisschen schaffen, dass dann die Helferchen alle zusammenkommen. Und wenn ich im Fundament mit dem Pilz natürlich dazukomme, wo Humusaufbau und das Ganze mit dabei ist, ja, ja, dann ist das ja eigentlich, es ist eigentlich eine total einfache Geschichte. Ja. Es ist alles, also wenn ich mir das gerade so überlege, was du sagst, dann höre ich es eigentlich anders. Man muss das spezielle Saatgut kaufen, das nur mit dem speziellen Dünger zusammen überhaupt etwas produziert. Und dann musst du wieder neues Saatgut kaufen, weil das selber nicht mehr reproduzierbar ist, und wieder Dünger kaufen. Natürlich, und wenn du jetzt 60 Jahre weiterrechnest, also wenn wir nur kurzzeitig denken, ja, dann ist dein Boden in 80 Jahren tot. Kein Spanien, Spanien kennt jeder. Ja, wie schaut es da drüben aus? Bauen die noch auf ihrem Humus an? Oder ist der Humus sowas vor verseucht, verdreckt, Game over, ja, überdüngt? Ja, na, die müssen sich extra für die Tomate ein Sackerl Erde kommen lassen, das sie auf ihren toten Boden draufschmeißen. Wirklich? Und da die Tomate rauswachsen. Ist das schon lassen. So schlimm? So kaputt ist das Ganze. Ja? Und das ist also, man muss es einfach mal ein bisschen weiterrechnen. Wenn ich rechne 100 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre, ja, in 5 Jahren rechnen und einfach eine Förderung kassieren dafür und sagen, ach, die Welt ist schon super, ist auch gut. Ja, aber wenn ich schon Kinder in die Welt setze, dann muss ich mir grundsätzlich was anderes überlegen. Ja, wo will ich sie hinbringen? Will ich sie hinbringen zu einem Apfel aus einem 3D-Drucker? Ja? Oder will ich sie dorthin bringen, wo ich sage, okay, hoppala, ja, hier produzieren wir Lebensmittel, ja, und das picobello sauber. Ohne Manipulationen, ohne irgendwelche Dinge. Na, also es gibt, blöd gesagt, die Pflanzen, wenn eine Pflanze immunstark ist, ja, kann die eigene Fungizide produzieren gegen Schadpilze, wenn sie stark genug ist, ja. Aber wenn ihr starke Pflanze habt, ist das gleich wie mit uns Menschen. Sind wir gesund und gescheit, bringen wir kein Geschäft. Dumm und krank, super Geschäft. Also eigentlich, dann habe ich einen Dauerauftrag. Mhm. Ja, und da ist das Gleiche. Ich wusste es gar nicht, dass diese Böden da in Spanien so kaputt sind. Ach ja, also, ich glaube, was war das? Vor 8 Jahren hatten wir mal eine Delegation aus Spanien da mit Forschern und Co., die dann nachher gesagt haben, ja, wir sind da, weil die Pilze die einzige Lösung nur mehr sind, ja, da irgendwie wieder etwas zu rehabilitieren und wieder aufzuräumen. Das heißt, deren Idee ist jetzt eigentlich wieder über den Pilzbau wieder den Boden Humus zu sanieren, nein, den erst einmal das alte abzubauen, ja, mhm, und dann nachher mit Pilzproduktionen, wo du jetzt Pilze für den Frischpilz für den Supermarkt und sowas hast, dass du nachher die Altsubstrate als Humusschichten verwendest und dann kommst du auch mit den Mykorrhiza-Pilzen, ja, also ca. 90-95% aller Pflanzen an Land sind ja bei der Landesbesiedlung vor 420 Millionen Jahren nicht allein an Land gekommen. Das haben es nur mit den Mykorrhiza-Pilzen geschafft, die unterirdisch das Wurzelgeflecht ums Tausendfache vergrößern, der direkt mit der Fruchtzuckerproduktion der Pflanze zusammenhängt. Mhm. Ja, Beispiel am Eierschwammerl, am Pfifferling, ist ein Mykorrhiza-Pilz. Ja, ohne Nadelgehölz, kein Eierschwammerl. Also in einem Buchenwald muss ich Eierschwammerl länger suchen. Das, mhm, wird nicht funktionieren, weil das nicht der Partner ist. Ja? Und man kennt, die höchste Ernte beim Eierschwammerl ist im Herbst, ja? Weil da hat die Fichte, ja, den höchsten Zuckeranteil drinnen, wo sie wieder mit dem Zucker über den Winter kommt. Und der Pilz produziert keinen Zucker,
Ja, deshalb zweigt er sich von der Fichte den Zuckeranteil für seine Population ab. Denn deshalb schießen vor den Mykorrhiza-Pilzen im Herbst die meisten Pilze. Und den restlichen Zucker lastet der Pflanze, dass die Pflanze über den Winter kommt und im Frühjahr fängt er wieder an. Ja? Und er, durch das, dass der mit der Fruchtzuckerproduktion gekoppelt ist, ja, erkennt er ja sofort, wenn der Pflanze irgendwas nicht gut geht. Ja, wenn sie zu wenig Wasser hat oder Nährstoffe und Co. Und da können diese Mykorrhiza-Pilze unterirdisch zu trockenen Pflanzen einen Kilometer entfernt, ja, wenn es da sehr feucht ist und einen Kilometer drüben haben wir ein ganz trockenes Gebiet, erkennt er an der Fruchtzuckerproduktion, dass dem Wasser fehlt und transportiert das danach über die Trichoderma-Pilze, ja, das sind die Transportstraßen, die Highways eigentlich im Wald, ja, das Wasser von dort nach da. Ja. Und das macht er mit den Nährstoffen und Co. auch. Ja. Und das machst du einmal, impfst du das fürs gesamte Pflanzenleben. Also eine Weinrebe impf ich einmal. Natürlich für den Dauerauftrag, blöd. Ja? Aber für das, was wir da danach uns an Wasser, an Dünger sparen. Wir sparen uns das da, wo es eh heißt, wir unter Dünger haben wir nicht mehr, Wasser ist schwierig. Und wir kriegen sekundäre, höhere Pflanzeninhaltsstoffe wieder. Ja? Dass wieder das Essen Medizin wird. Und nicht, dass es so Schneewittchenäpfele sind, wo man halt jetzt nicht gleich umfällt. Ja? Aber das hat ja nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Ja, also ich finde es halt eine Schande, wenn jetzt der Erwachsene selber weiß, ist gut, aber das Kind kann nichts dafür. Mhm. Ja? Und dann sollte man da schon in andere Richtungen gehen. Wir haben es schon angesprochen, aber inwiefern können Pilze auch Lösungen sein von Umweltproblemen, wie zum Beispiel das Reinigung von verschmutzten Böden oder Gewässern. Böden hast du erwähnt. Mhm. Wie siehst du das bei Reinigung von Gewässern? Auch kein Problem. Du hast mir mal in einer Sendung gesagt, dass es sogar Pilze gibt, die Plastik fressen. Ja, Kohlenwasserstoffe, alle Kohlenwasserstoffprodukte gibt es da draußen in der Natur, was das eigentlich ganz einfach zersetzen kann. Nur hat es schon einen Sinn? Also das ist die Frage. Was ja, ich weiß nicht, wenn die Produktion weitergeht und weiter. Und es ist ja, Plastik ist ja eigentlich nicht so schlecht. Es kommt immer darauf an, was ich damit mache. Ja? Ist es Polyethylen, ist es Polypropylen? Ja? Landet das im Recyclingkreislauf oder landet das schlussendlich im Meer oder im Acker? Ja, da ist es natürlich totaler Quatsch. Ja, da brauchen wir es überhaupt nicht. Und der Pilz zersetzt Kohlenwasserstoffe. Ja, und das ist natürlich mit Plastik und Co. auch möglich. Ja, also ich kann einen Pilz in einen Atomreaktor reinsetzen und er steht drin und sagt, strahl mich bitte an. Ja, das schafft wieder niemand anders. Also wenn, dann ist das so gesehen eine Lösung, wo wir uns nicht vor die Haustür scheißen. Noch einmal Entschuldigung. Mhm. Aber das ist das, wo wir sagen, ich kann nicht sagen, ich biete das Plastiksackerl im Supermarkt, ja. Und auf der anderen Seite habe ich eine Kleiderindustrie, wo immer mehr Plastik eingearbeitet wird und mit der Waschmaschine geht es direkt durch die Kläranlage. Die Bakterie kann das ja nicht. Ja. Hat jemand einmal hinter der Kläranlage mal ein Glas drunter gehalten und einmal nach Sachen analysiert, was die Bakterie nicht zersetzen kann? Ja, also meine, ich glaube, da reden wir gar nicht unfassbar. Erst. Da reden wir gar nicht erst drüber, weil das lassen wir dann schnell in den Bach rein und der Bach geht eh weiter und das fließt eh flussabwärts. Also ich habe das schon auch diskutiert, also auch in Bezug auf Hormone. Also die Kläranlagen sagen, sie können das nicht, sie nehmen nichts raus. Und diese Antibabypille und Hormone, Antibiotikum, allem drum und dran. Genau, das ist ein Kreislauf. Genau. Kommt alles wieder zurück. Aber warum wird denn hier noch nicht mit Pilzen gearbeitet, um diese Dinge wirklich aus dem Wasser rauszuholen? Ja, für das sind wir ja jetzt dran. Wir sticheln da überall ein bisschen rein. Ja? Und dann kommt da schon was. Das ist das Gleiche wie mit den Psilocybin-Pilzen, mit den Magic Mushrooms. Ja? Also ich glaube, vor ein paar Jahren ist der Hanf an die Börse gekommen. Mhm. Oder? Ah, da haben sie das Geld gerochen. Jetzt kommt die nächste Position. Wenn ein bisschen Geld dahinter ist und ein bisschen Lobby dahinter ist, dann kommt es so weit hinaus, dass man es nicht mehr verstecken kann. Ja, und dann muss man dem natürlich folgen. Ja? Hilft nichts. Und dann gibt es welche, die sind innovativ, die machen einfach. Ja. Und das breitet sich halt auf dem Planeten nicht nur jetzt auf einem Punkt aus. Na, das spickt gerade überall aus allen Ecken. Ob jetzt Australien, ob da, dort. Also das kommt jetzt, das kommt aus allen Ecken heraus. Die Forschung, wie sie du betrieben hast, jetzt über Jahrzehnte hinweg, kommt auf der ganzen Welt heraus. Kommt auf der ganzen Welt jetzt eigentlich schrittweise mal endlich bei der Universität an. Ja, weil wir uns mal hochgerechnet haben, nur mit der Population, was wir da draußen noch haben und nicht kennen. Ja, und wir alle Universitäten der Welt bestücken mit endlos Geld, ja, dann brauchen wir noch 2000 Jahre, bis wir das Feld durch sind. Und mit dem, was wir jetzt schon haben, ja, ist es ja, also bitte, da sage ich, wir haben gar kein Problem da draußen. Ja.
Wir können alles machen. Also wir müssen eigentlich nur die Natur mal verstehen und dann sauber kopieren und wir haben alles da. Ja. Nur für die Daueraufträge ist natürlich blöd. Ja. Wir könnten Insektizide machen. Ja. Freut sich der Kammerjäger, wenn er nur einmal irgendwo hinfährt? Oder freut sich der Kammerjäger, wenn er fünfmal irgendwo vorbeikommt? Ja, in der Natur draußen gibt es keine Resistenzen. Die Resistenzen haben wir meistens entwickelt, wie mit panresistente Bakterien, multiresistente Bakterien und sowas. Da ist das große Problem. Mhm. Ja, redet da jemand drüber? Nein. Nee. Weil bei uns fliegen ja schon Viren und alles drum und dran. Ne? Die können fliegen und sonstige Sachen, aber über die Bakterien reden wir gar nicht mehr. Ja? Vor 10 Jahren, der russische Präsident, der Putin, der ist aus dem Wald gekommen, auf seinen Bären. Ja? Und da hat man ihn gefragt, ja, was er mit den multiresistenten Keimen und sonst was er davon hält. Und er hat gesagt, ja, wir haben eine Lösung, aber der Mensch hat es verloren, das ganze Spiel. Die Industrie hat es übertrieben in alle Richtungen, eben diese Resistenzen. Und die einzige Spezies, was uns da noch retten kann, sind die höheren Pilze. Und er hat nämlich die Baumpilzgattungen unter Naturdenkmalschutz gestellt, weil seit Millionen von Jahren nie irgendwelche Resistenzen hier aufgebaut wurden, ja, ist das eigentlich nur die letzte Lösung. Weil sonst haben wir da eigentlich ein viel größeres Problem. Ja. Aber da weiß die Industrie schon, dass sie das Spiel verloren hat. Ja. Mhm. Also da muss man anders, die braucht eine andere Ecke an Immunsystem und Co. Also, das war aber ein super Mittel, das hat Leben gerettet. Ja, also das war ja ganz gut, das Penicillin. Nur eben, wo sind wir hingeschossen? Und die Natur lernt. Das ist nicht einfach, wenn ich da immer beschieße mit irgendwelchen Mittelchen, dann lernt sie dazu. Ja, das kennen wir mit den Schädlingen auf den Feldern auch. Ich glaube, Nützlinge sind es weniger geworden die letzten Jahrzehnte. Ja, also wenn ich da von Innsbruck zum Gardasee runterfahre, vor 20 Jahren habe ich ja jede halbe Stunde meine Fenster putzen müssen. Ja, solche Gletscher drauf. Ja, jetzt komme ich bis zum Gardasee ohne irgendeinen Klücker drauf. Also ich brauche gar kein Spritzwasser mehr. Also jetzt für die Spritzwasser-Scheibenputzmittelhersteller ist ein bisschen ein Defizit im Geschäft. Also, aber ja, wir sind halt immer ein bisschen anders verteilt. Also, aber genau so ist es im Bakterienreich, wie wir es im Insektenreich haben. Also der Schädling aus den 80er Jahren sitzt immer noch auf dem Feld und ist immer resistenter und resistenter geworden, weil wir immer giftigere Mittel und noch stärker und noch stärker und noch stärker genommen haben und gemeint haben, das Viech passt sich eh nicht an. Ja, also das ist ein bisschen ja, überheblich und ja, also von dem her schießt es jetzt da eh wieder zurück. Aber es gibt Lösungen. Also es ist vielleicht das Problem noch nicht groß genug, dass man dann vielleicht in andere Bereiche geht, aber ja, man könnte echt auf saubere Art und Weise etwas machen. Ja. Ich habe hier, welche Herausforderungen und Risiken sind mit der Nutzung von Pilzen in der Medizin, Ernährung und im Umweltschutz verbunden? Weil wenn ich von Pilzen spreche, haben wir immer gleich den Schimmelpilz im Kopf. Dann nehmen wir die Pilzsporen auf über die Nase, es kommt in den Mund, es wird eine Verpilzung des Darms und das und. Also die Geschichten kennen wir ja alle. Da wird so viel Angst und Panik gemacht. Richtig. Es wird viel Geschiss um etwas gemacht, was man natürlich, wenn es die Leute nicht kennen, kann ich es ihnen ganz anders verkaufen. Also wenn ich jetzt zu Hause eine feuchte Wand habe, die immer nachzieht, ja, und hinterm Kasten habe ich auf einmal einen Schimmelpilz drauf, und das jetzt so ein bisschen Futzelding ist, ja mei. Ja, oh, dann putzen wir es ab, wischen es ab, schauen einmal, ob ich noch ein Chlor oder sonst was drauf spritze. Ja. Aber schlussendlich muss ich die Wand trockenlegen. Wenn ich die Wand nicht trockenlege, bringt es nicht. Das bisschen Sporen drauf, ja, halb so wild. Wenn jetzt hinter dem Kasten ein Quadratmeter Schimmelpilz ist, wo lauter Sporen dann in den Raum hineinfliegen und ich das einatme, naja, natürlich tut mir das nicht gut. Ja, also das kennen wir ja vom Schleifen und sonst was auch, oder? Bin ich am Schleifen oder Lackieren und mache das alles Freiluft, naja, tut's mir gut. Also da hat deine Maske einen Sinn. Ja. Ja, man sagt, okay, ja, dann tue ich das Ding drauf, um mich zu schützen vor da und da. Ja. Aber natürlich muss ich wieder mit dem aufpassen, wie lange habe ich was auf und wie tue ich das Milieu in meinem Körper verändern. Wenn ich natürlich eine Maske aufhabe und jetzt am Schweißen bin, 2 Stunden durchgehend, dann habe ich einen CO2-Gehalt unter der Maske von 12.000 bis 14.000 ppm. Ja, das tut mir ja der Sauerstoffgehalt im Blut und alles schön. Ja, von dem will aber niemand was wissen, gell? Ah, ja, was du da jetzt gerade gesagt hast. Ja, ist klar. Wobei auch verschiedene Experten, wie auch der Lauterbach meint heute auch schon, das ist wahrscheinlich die beste Idee gewesen. Aber ob man jetzt wirklich was daraus lernt oder sofort wieder zu den gleichen
Es kommt immer, wie das Hollywood-Spiel läuft. Nicht? Das ist dann nachher, also ich bin schon gespannt auf das, diesen Winter. Ja, ich nicht. Was da wieder gespielt wird. Aber ja, schauen wir mal. Oder? Also es ist ja eigentlich alles Selbsterkenntnis, freier Wille und Co. Und ja, also die Natur ist aufgebaut so, dass die Mikrobe nichts ist und das Milieu alles. Und da wird sich die nächsten paar Millionen Jahre nichts daran ändern. Wurscht, wer das irgendwo in welcher Fürzettel einschreibt. Ja, und wenn wir jetzt wieder beim Milieu sind und uns einfach das Bild nochmals vor Augen halten, ist eigentlich die ganze Erde, wie wir sie kennen, auf der wir leben dürfen, eigentlich durchdrängt, durchsät vom Pilz. Vom Pilz, Myzel. Und wir laufen hier oben ein bisschen herum, aber hier unten dieses große Reich ist ein ganz wesentlicher Teil von uns. Und wir wären gut beraten, uns viel mehr mit dem anzufreunden und zu verbinden. Und das eine oder andere als Nährstoff, als Ergänzungsstoff, als Vitalstoff, oder wie du in einer Sendung gezeigt hast, sogar zur Erweiterung unseres Bewusstseins ins Göttliche mit einzubeziehen. Ja, ich glaube, wenn das Bewusstsein ein bisschen höher ist, dann macht man auch nicht so viel Blödsinn. Entschuldigung. Also, dann wären wir wieder beim Pater Columban mit dem, man gackst sich selber vor die Haustür und dann regt man sich noch auf, ob das jemand anders war. Mhm. Und das ist halt schon mit, deshalb ist das eigentlich das Wichtige, dass wir jetzt um die 2000 herum langsam eine Bewusstseinserweiterung machen und nicht noch weiter verblöden, weil das ist natürlich das Falsche. Ja. Also, jeder natürlich für sich, aber nein, ich bin voll bei dir. Da denke ich mir schon, dass wir sagen, hey, wow, es ist ja eine schöne Reise durchs Leben. Ja? Man erfährt, was man sieht, was man kann, da unterschiedliche Wege gehen. Ja, eben, aber für was sind wir da? Und mei, ich bin ja so froh, dass wir da eine Spezies gefunden haben. Wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dem Faszinationsding. Schon mega schön, gell? Ich meine, du hast hier auch noch so ein Blumenstrauß mitgebracht. Alles das ist das Chitinase, oder? Das Chitin. Chitin, ja. Da ist der glänzende Lackbohrling da ein bisschen. Sieht doch super aus. Es fühlt sich an wie Plastik. Ja, das Chitin durch das eben. Und glänzt echt? Und so. Es ist echt. Es ist, nicht, das ist irgendwie jetzt nicht bemalt worden von Tiroler Kindern oder sowas. Ja. Also sagt, hey, na, die Natur ist ja da. Und es ist ja dieser Überzug, dieser Chitin-Überzug. Bei uns in den Köpfen geht es eigentlich darum, dass man dann nachher die Karosserien oder von Flugzeugen, die Außending, dass wenn das sich, wenn da ein Loch reinkommt, dass das eigentlich wieder selber zuwächst. Ja? Und das ist leicht. Das Chitin ist leicht, das ist feuerfest, das ist wasserfest, ja, schimmelfest, also von dem her, ja, und es ist biologisch abbaubar. Also, wenn ich blöd gesagt meine Styroporplatten, die wir aus Pilz gemacht haben, aus pflanzlichen Abfällen und Pilzmyzel, wenn ich das auf mein Haus drauf wirf, ja, für meinen Energieausweis, und dann muss ich ja 30, 40 Jahre draufrechnen. Ja, was ist in 40 Jahren, wenn jeder sein Haus wieder renoviert? Ist denn der Sondermüll billiger geworden oder ist der Sondermüll noch ein größerer Sondermüll geworden als wie überhaupt? Ja, und da kann man schon in den Bereich reingehen, wo man, natürlich ist das jetzt teurer. Ja, logisch. Ja, also am Anfang werden wir jetzt nicht das H&M-Handtascherl machen, sondern dann ist am Anfang erst das Gucci-Handtascherl, wenn es um ein Pilzleder geht. Ja? Und, aber wenn man in den Dämmmaterialien drinnen ist und nach 30 Jahren das wieder, sagt man, oh, die Kinder müssen das jetzt wieder renovieren, weil sie es geerbt haben. Ja? Ah, und sie haben da Pilzmyzelplatten. Die reißen es runter, ja? Hauen sie durch auch in den Gartenschredder, auf den Komposter. Naja, und ein halbes Jahr später haben wir noch die Erde für unsere Tomaten. Ja? Also da ist das schon eine andere Ecke. Ja, also das ist das mit dem, ich will nicht etwas produzieren, was ich dann nachher nicht wegkriege oder nur sehr mit sehr viel Mühen und Co. Ja? Aber ich verkaufe es halt auf der anderen Seite wieder irgendwie als das neue, die neue Welterrungenschaft. Aber das geht heute auch schon, so als Baumaterial. Ja, als Baumaterial sind schon. Also vor 10 Jahren haben sie gesagt, nein, das wird nie gehen und sonstige Sachen. Ja gut, und wenn man dann den Weg geht und weiter und sich nicht abbringen lässt, dann funktioniert das. Und jetzt, die letzten 3 Jahre, ist es so weit angekommen bei Bauingenieuren, nur eine Architektur, dass das jetzt so gesehen, wo wir schon gemeint haben, haben die jetzt auf jeder Architektur auf dem Planeten ein Sheet aufgehängt, alle Pilze. Ja, also so wie das Telefon geht in den Richtungen. Es ist einmal super, dass es endlich dort ist beim Mainstream. Ja, dass da nicht überall lauter einzelne Kämpfer sind, sondern dass jetzt endlich,
hier mal antastet ist und jetzt ist es einmal da. Super. Jetzt haben wir mal in einer Ebene den Pilz. Durch das, dass der in der Natur das Fundament ist, naja, wo gehen wir überall hinein? Ja? Also wenn ich bei einer Landwirtschaftsschule nachher Bodenquerschnitte sehe mit einzelnen Bodenschichten und da hängt nur die Wurzel rein und zwischendurch schaut mir irgendein Regenwurm entgegen, dann frage ich mich ja, Halleluja, ja? Sind wir eigentlich noch bei dem, dass der Pilz noch eine Pflanze ist? Oder wie funktioniert die Natur? Ja? Nur seit der Entdeckung des Elektronenmikroskops müsste man sehr, sehr viel umdrehen. Und wir wissen, wie die Wissenschaft aufgebaut ist. Und wenn da irgendwas vor 200 Jahren drinnen gestanden ist, dass die Welt so ausschaut, dann schaut die heute immer noch so aus. Ist toll. Ja, Darwinismus wird heute noch vergöttet. Ja, ein Halleluja. Und eine Sekunde vor 12 sind wir aus dem Popo des Affen herausgekrochen. Mhm. Und der andere Aff ist normal weitergelaufen. Ja, also es gibt ja schon grundsätzliche Dinge, die man hinterfragen sollte. Aber es gilt ja nichts zu hinterfragen, nicht? Man soll ja nur lernen, ja, lernen und lernen und das halt dann wieder weitergeben. Danke, ganz herzlich. Marc Stüttler war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wenn Sie noch mehr zu diesem Thema erfahren möchten, dann gehen Sie einfach mal auf Google, auf die Suchmaschine. Da hat es eben innerhalb von Tirol die ganze Pilzakademien, Pilzplattformen, wo ganz vieles über die Pilze erwähnt werden. Da gibt es tolle Bücher auch darüber, über die Pilze in der Landwirtschaft, Pilze für den Eigengebrauch, Pilzextrakte oder sogar Pilze, die extremst hohe Werte haben von antioxidativen Kräften, viel, viel höher auf Vitamin C oder eben als OPC und. Also diese ganze Pilzwelt scheint mir sehr, sehr interessant zu sein und dazu möchte ich natürlich weiterhin am Ball bleiben und Ihnen weiteres tolles Wissen in diesem Bereich vermitteln dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.